Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich wundere, warum es hier einfach in der gleichen Position ist wie beim Q&A, aber ich habe einfach gerade ein bisschen Zeit und das muss ich nutzen für Videos. Ja, es geht hier in diesem Video um meine Vorsätze für 2020. Halleluja, es ist einfach schon 2020. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. In 4 Monaten bin ich einfach schon 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, und ich wünsche euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also, ich versuche das Video vorher hochzuladen, aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, feiert schön, aber nicht zu doll, ne? Und genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an mit meinen Vorsätzen. Tatsächlich habe ich eigentlich nie Vorsätze fürs neue Jahr. Also, ich werde immer gefragt, bei jedem Jahreswechsel, ich habe ja schon 19 hinter mir, hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Wie ist das? Also, hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Ich sag immer nein. Also eigentlich habe ich nie Vorsätze fürs neue Jahr. Dieses Mal ist es so, beziehungsweise wenn ich Vorsätze habe, dann immer so ganz kleine, die man einfach direkt ändern kann, ja? Oder die man direkt erfüllt. Dieses Mal ist es so, dass ich wirklich Vorsätze habe, wo ich sage, eine Hausnummer. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt bis Ende des Jahres, ja? So, Vorsatz Nummer 1, und das habe ich erst vor ein paar Tagen entschieden, aber finde ich, ist ein sehr, sehr guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich möchte mich ein bisschen fitter machen. Also ich möchte gerne mit Felix öfters ins Fitnessstudio gehen. Felix ist auch so, wo er sagt, okay, er wäre schon gerne ein bisschen trainierter. Er baut da jetzt schon auf der Baustelle ziemlich viele Muskeln auf und hier im Oberarm, hier ist er schon richtig, ne? Durch die Baustelle und durch die Arbeit jetzt. Aber er sagt sich selber auch schon, okay, er wäre schon ein bisschen gerne ein bisschen trainierter. So, jetzt habe ich mir überlegt, beziehungsweise habe ich den Gedanken schon sehr, sehr lange, schon vor der Schwangerschaft hatte ich das und so. Und habe ja auch mal trainiert und so. Und immer bin ich da, ich bin da immer so motivationslos. Also ich bin, was Sport angeht, richtig motivationslos. Also richtig. Ich mache das ein paar Tage und dann habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen sage ich zu Felix, so, wir müssen uns da echt mal was überlegen, damit wir beide Bock darauf haben, damit wir beide das durchziehen. Und deswegen sage ich, perfekter Vorsatz fürs nächste Jahr. Also, wir möchten eventuell ins Fitnessstudio gehen. Das haben wir uns noch nicht so überlegt, ob wir das von zu Hause aus machen oder wirklich ins Fitnessstudio gehen, weil es ist ja auch ein bisschen teurer, so ein Fitnessstudio. Und wegen der Arbeit und so muss man ja auch immer gucken, wie und wann man das macht. Auch wegen der Kleinen, das ist klar, das ist kein Problem. Die könnte auch mal für eine Stunde, eineinhalb bei meinen Eltern bleiben. Das ist gar nicht das Ding. Ja. Und genau, ein Vorsatz, also wir würden gerne ins Fitnessstudio gehen und uns so ein bisschen trainieren. Ich würde gerne was für Bauch, Beine, Po machen. Ganz besonders der Po ist so ein Abteil, der mir gar nicht gefällt an mir und da möchte ich auf jeden Fall was machen. Und ja, ich muss auch unbedingt was für meinen Rücken tun. Ich habe total Rückenprobleme wegen einem zu kurzen Bein. Also mein rechtes Bein ist ein bisschen kürzer als mein linkes. Das habe ich von meinem Vater geerbt, das hat meine Schwester auch. Dadurch habe ich eine schiefe Hüfte und dadurch habe ich eine Krankheit in meiner Wirbelsäule, die ich mir nicht merken kann. Eine gewissen bestimmt Bescheid. Auf jeden Fall ist die so verdreht an einer Seite und deswegen würde ich da gerne auch was für meinen Rücken tun. Und so ein bisschen den Rücken trainieren. Ich hatte da schon mal so ein Probetraining, sag ich mal, wo mir halt gezeigt wurde, was ich da wie machen kann, damit der Rücken schön trainiert wird. Und genau, das würde ich also auch gerne als einen Angriff nehmen. Und ich hoffe, dass Felix mich da so ein bisschen motiviert. Falls ihr Motivationstipps habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin da so motivationslos. Also ganz ehrlich, man hätte immer gerne einen schöneren Körper, aber was dafür tun, das. Nee. Einmal so pling und zack am besten ist man direkt trainiert oder das wäre mal was. Ich möchte das ja auch nicht so schnell machen. Also schnelle Muskeln, also nur Muskeln, die man schnell aufbaut, sind ja auch schnell wieder weg, sagt man. Und deswegen möchte ich das auch schon so einen gewissen Zeitraum machen, beziehungsweise eventuell habe ich da am Ende ja auch Spaß dran. Macht das ja vielleicht sogar noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr. ja, wir schauen einfach mal. Das ist auf jeden Fall mein erstes Vorsatz, was ich mir vorgenommen habe. Dann mein zweites Vorsatz, was ich mir vorgenommen habe, ist Instagram und YouTube verändern. Also ich habe echt vor, mich da ein bisschen zu verändern, ein bisschen zu verbessern. Auch ganz speziell, was
Instagram angeht. Also bei Instagram möchte ich wirklich bessere Fotos machen. Ich habe mir jetzt schon ein paar Sachen gekauft, die ich dafür brauche. Ich möchte besseren Content bieten. Ich möchte mich auf einen Teil spezialisieren. Also bei mir auf dem Instagram-Account geht es natürlich um das Mama-Leben an sich, um mein Leben, genauso wie es hier eben auf YouTube auch so ist. Es gibt Fotos von mir, von Lia, von uns als Familie. Am meisten von Lia. Aber das ist eben so mein Vorsatz. Ich sage, ich möchte auf jeden Fall bessere Fotos machen, mehr Fotos machen, besseren Content bieten und das alles so ein bisschen einheitlicher machen. Dafür habe ich jetzt schon ein paar Sachen geregelt, zum Beispiel einen Familienfotograf oder eine Familienfotografin, mit der ich da gerade im Kontakt bin, die uns dann auch öfters ablichten wird. Ja, ich hoffe einfach, ich kriege das hin mit dem besseren Instagram-Account, mich da einfach so ein bisschen abzugraden. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne machen auf Instagram. Und genau, da könnt ihr einfach gerne mal vorbeischauen. Da geht es wirklich um unser Leben und ihr bekommt da täglich Stories von unserem Alltag und so. Also da ist wirklich richtig viel zu sehen. Ja, und dann natürlich auch auf YouTube möchte ich mich verbessern. Ich möchte, wenn wir oben in der Wohnung sind, habe ich schon so eine kleine Fotoecke mir rausgesucht, also eine Videoecke. Ich möchte einen einheitlichen Hintergrund, wenn ich Videos mache, wie jetzt zum Beispiel, wo ich einfach vor der Kamera sitze und mit euch laber. Die Vlogs sollen um einiges besser werden, also auf jeden Fall auch heller, mehr Alltag, mehr. Ja, sie sollen einfach besser werden. Ich möchte mich da so krass verbessern. Ich habe da so viele Ideen. Und ich hoffe einfach, ich schaffe das. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr was sehen wollt, was eventuell, ja, was ich wie verbessern könnte. Da habe ich auf jeden Fall einiges vor. Dann würde ich mich gerne der Fotografie spezialisieren. Also mein dritter Vorsatz oder Plan, beziehungsweise Plan, ja. Ich habe jetzt ein paar Shootings nächstes Jahr schon geplant. Ein Neugeborenen-Shooting, ein Babybauch-Shooting und ich würde mich gerne so in diese Richtung entwickeln, da eventuell Familienfotografin werden oder so. Ich habe das so ja, öffentlich noch gar nicht angesprochen, weil ich auf Instagram immer gesagt habe, ja, ich habe was vor nach der Elternzeit oder neben der Elternzeit, aber ich möchte das noch nicht so sagen, weil es einfach noch nicht spruchreif ist. So. Und auch, es ist auch immer noch nicht spruchreif. Klar, die Termine stehen und die Termine werde ich auch ausführen und bin da auch total gespannt, wie das läuft. Aber ganz ehrlich, wer weiß, ob sich das danach weiterentwickelt. Wer weiß, ob die Fotos danach wirklich so aussehen, wie ich sie mir vorstelle oder wie ich es halt bis jetzt, wie ich halt bis jetzt fotografiere. Und genau, deswegen ist es einfach noch nicht spruchreif. Ich möchte euch das trotzdem erzählen, einfach als Vorsatz, weil das halt eben wirklich mein Vorsatz ist fürs neue Jahr, mich da in der Fotografie einfach noch ein bisschen weiterzuentwickeln und eventuell auch so kleine Standbein aufzubauen. Genau. Ja, das sind so meine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich glaube, mehr fällt mir da gar nicht so ein. Oder mehr habe ich mir auch gar nicht vorgesetzt. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, wo ich gesagt habe, ja, das würde ich gern ändern und das muss ich auch ändern. Also was jetzt YouTube zum Beispiel angeht, das muss ich auch einfach ändern, weil sonst hat es hier einfach kein, ja, es läuft einfach nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Es läuft einfach nicht so, wie ich angefangen habe und es hat sich einfach dramatisch verschlechtert, was mein Content angeht und das will ich einfach nicht. Ich möchte Spaß haben bei der Arbeit, ich möchte Spaß bei dem Schneiden der Videos haben. Damals habe ich mich gefreut, wenn ich einen Vlog gedreht habe. Ich habe mich so gefreut auf Schneiden und genau, jetzt tue ich das eben nicht mehr und deswegen, das möchte ich ändern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne mal eure Vorsätze in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr euch ja auch ein paar vorgesetzt. Und dann, ja, wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann bis in 2020.